Hier ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren! In Krisenlagen wie dieser beweist sich, dass die Verlässlichkeit unseres rechtsstaatlichen Gewaltarrangements. Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat kennt keinen Ausnahmezustand. Das Recht wird in diesen Tagen vielfach einer Bewährungsprobe ausgesetzt. Aber Freiheit, Eigentum, Privatautonomie müssen wir auch und gerade in diesen Zeiten schützen, wenn wir unser Land nach dieser Krise noch wiedererkennen wollen. Auch in Krisen wie dieser muss der Rechtsstaat erkennbar bleiben, meine Damen und Herren. Nun legt uns die Bundesregierung heute ein Gesetzespaket mit vielen zum Teil tiefgreifenden Änderungen im Insolvenzrecht, im Zivilrecht, im Strafverfahrensrecht vor. Überwiegend sehen wir diese Änderungsvorschläge als sachgerecht und angemessen an, aber teilweise stehen wir ihnen auch kritisch und teilweise auch ablehnend gegenüber. Ja, die Zeiten verlangen es, dass Gerichtsverfahren länger als bisher ausgesetzt werden müssen, dass Hauptverhandlungen von Gesellschaften, Wohnungseigentümergemeinschaften, von Vereinen nicht mehr als Präsenzsitzungen stattfinden können. Ja, Unternehmen droht die Zahlungsunfähigkeit und Verbraucher und Kleinstunternehmer sind nicht mehr in der Lage, wie bisher Dauerverträge, Mieten und Pachten und Darlehen weiter zu bezahlen. Das verlangt von uns, dass wir darauf reagieren, dass wir pandemiebedingte Einnahmeausfälle, dass wir Verlustängsten und dass wir den Ängsten, dass manche vor dem Nichts steht, entgegenwirken. Ja, Verbraucher und Mieter brauchen Schutz und Hilfe in diesen Tagen. Aber, Frau Ministerin, manche Maßnahme, die Sie hier ergreifen, die reicht das Problem nur eine Reihe weiter. Und das ist das Problem, zum Beispiel bei zwei Vorschlägen, die Sie machen. Zum einen bei dem Leistungsverweigerungsrecht, bei Dauerschulverhältnissen, Sie sprachen es an. Da entstehen gewaltige Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten treffen vor allem Kleinstunternehmer, vor allem Handwerker stärker als viele andere. Und das zweite Problem ist, Sie sprachen es ebenfalls schon an, und es war Gegenstand der meisten Vorredner von mir, ist das Kündigungsschutzrecht im Mietrecht. 3,9 Millionen private Kleinvermieter in diesem Land sind darauf angewiesen, dass Miete gezahlt wird. Ansonsten droht auch ihnen, dass sie Darlehen nicht mehr bezahlen können, dass sie Betriebskosten nicht mehr bezahlen können, dass sie Verwaltergebühren und Handwerkerrechnungen schuldig bleiben. Bleibt die Miete aus, dann hängt eine ganze Menge hinten dran, dann drohen vielleicht irgendwann Darlehenskündigungen, dann kann die Zwangsverwaltung, die Zwangsversteigerung drohen, dann droht der Verlust eines Stückes Altersvorsorge. Und das ist die Sorge, die wir haben. Deswegen hat die FDP-Fraktion einen Entschließungsantrag Ihnen heute vorgelegt, der genau dem entgegenwirken soll, der ein Sonderwohngeld einführen soll, damit schon der erste Dominostein in dieser Kaskade nicht fällt, dass die Mieter ihre Miete weiterbezahlen können, dass die Kette, die Dominokette Mieter, Vermieter, Darlehensgeber, Handwerker, Verwalter gar nicht erst umfällt. Wir haben also Kritik an Ihrem Entwurf, aber wenn wir heute Ihrem Gesetzentwurf gleichwohl zustimmen, dann tun wir dies aus staatspolitischer Verantwortung, weil auch uns bewusst ist, dass wir diese Krise nur gemeinsam bewältigen können. Ich danke Ihnen. Friedrich Stretmanns, Die Linke, ist der nächste Redner.